Dieses Video ist all denjenigen gewidmet, die mit großem Engagement und leider wenig Sachverstand viel Quatsch über das Spam verbreiten. Wenn man viele Jahre schon in und für das Spam arbeitet, begegnet einem viele interessante, originelle Aussagen rund um das Spam. Einige von denen sind schlicht interessant, einige von denen juristisch sehr fragwürdig und einige einfach nur Quatsch. Mich persönlich ärgert das, weil BEM ist ein sehr wertvolles Instrument, das sowohl für den Arbeitgeber und insbesondere auch für den Arbeitnehmer viele Vorteile hat. Und durch solche komischen Aussagen wird die Arbeit der BEM-Beauftragten vor Ort unnötig erschwert, teilweise blockiert und teilweise sogar unmöglich gemacht. Daher hier noch einmal ein paar Informationen rund um das BEM und wie man es auch besser machen kann. Da gab es zum Beispiel den Rechtsanwalt, der ernsthaft behauptete, Beschäftigte, die nur einen Beinbruch hatten, brauche man nicht zum BEM einladen. Das ist natürlich Quatsch. Es gibt keinen Katalog mit Diagnosen, bei denen ein BEM nicht durchgeführt werden braucht. Auch bin ich ganz gespannt, die Reaktion von dem Betriebsrat zu hören, wenn der Arbeitgeber ihm mitteilt, dass demnächst jeder Beschäftigte mit seiner Krankmeldung auch seine Diagnose nennen solle, damit man entscheiden könne, ob er denn später auch zum BEM eingeladen wird oder nicht. Ich selber erinnere mich noch gut an einen Beinbruch, den ich vor vielen Jahren einmal hatte. Und auch als der Gips dann ab war und ich wieder zur Arbeit gegangen bin, hatte ich immer noch Einschränkungen, bei denen mir ein BEM wirklich geholfen hätte. Gut erinnere ich mich auch noch an den Fall eines Beschäftigten, der nur einen gebrochenen Fuß hatte und während seiner Krankschreibung in eine Depression gerutscht ist und eine schwere suizidale Krise bekommen hat. Nur durch das engagierte und sehr kompetente Eingreifen der BEM-Beraterin konnte diesem Beschäftigten das Leben gerettet werden. Hätte sie auf diesen Rechtsanwalt gehört, wäre dieser Beschäftigte jetzt wahrscheinlich tot. Erst im Laufe des BEM-Prozesses kann geklärt werden, ob und wie das BEM helfen kann. Und deswegen ist es wichtig, wirklich alle Beschäftigten einzuladen, unabhängig von der Diagnose und auch unabhängig von der vermeintlichen Prognose. Manchmal kommen Menschen auf originelle Ideen. So der Arbeitgeber, der die Idee hatte, nur einmal im Jahr zum BEM einzuladen. Losgelöst von der fehlenden Rechtsmäßigkeit ist es rein praktisch verkehrt. Stellen Sie sich einen Mitarbeiter vor, der Anfang des Jahres aus längerer Krankheit zurück zum Arbeitsplatz gekommen ist. Er würde dann womöglich pünktlich zur Weihnachtszeit die Einladung zum BEM erhalten. Und natürlich würde er sich berechtigterweise fragen, was soll ich nach so vielen Monaten mit einem BEM? Zu Beginn des Jahres, da hätte es mir echt helfen können. Aber jetzt? Wie im Qualitätsmanagement gilt auch im BEM. Je früher eine Störung angegangen wird, desto geringer sind die Aufwendungen für deren Beseitigung. Daher sollte die Einladung spätestens an den Beschäftigten rausgehen, wenn die 6 Wochen erreicht sind. Und gerade, wenn er in dieser Zeit noch arbeitsunfähig ist.
Weil genau darum geht es ja auch im BEM, eine bestehende Arbeitsunfähigkeit zu überwinden. Und dann gibt es sogar die Empfehlung, im BEM am besten gar nichts zu sagen. Ja, im BEM gibt es keine Mitwirkungspflicht. Und auch beim Zahnarzt habe ich als Patient keine Verpflichtung, den Mund aufzumachen. Im letzteren Fall werde ich wahrscheinlich weiterhin Zahnschmerzen haben. Im ersteren Fall kann dem Mitarbeiter nicht geholfen werden. Das BEM ist relativ fix zu Ende und der Weg für eine krankheitsbedingte Kündigung wurde geebnet. Und das kann nun wirklich nicht im Interesse des Betriebsrats und schon gar nicht des Mitarbeiters sein. Auch gibt es den Hinweis, man dürfe im BEM nur zwei Fragen stellen. Das ist natürlich Quatsch. In einer Eisdiele komme ich mit zwei Fragen hin. Welche Sorte und Waffel oder Becher? Für komplexere Problemstellungen, wie ich sie typischerweise im BEM habe, brauche ich viele Fragen, weil nur so ist eine vernünftige Situationsanalyse möglich, die ich brauche für eine wirksame Problemlösung. Stellen Sie viele Fragen, hören Sie intensiv zu. Zuweilen findet sich von Betriebsratsseite die Empfehlung an die Beschäftigten, im BEM bloß nichts Privates zu erzählen und erst recht nicht die Diagnose zu nennen. Dahinter findet sich die Sorge, dass diese Informationen der Arbeitgeber gegen den Beschäftigten nutzen könnte. Auch im BEM gilt natürlich der Datenschutz. Hier haben wir es sogar mit Gesundheitsdaten zu tun, die einer besonderen Sorgfaltspflicht unterliegen. Es gilt der Grundsatz, was im BEM besprochen wird, muss im BEM bleiben. Es sei denn, es wird ausdrücklich etwas anderes vereinbart und der BEM-Nehmer hat diesem auch zugestimmt. Und jeder BEM-Berater, jede BEM-Beraterin, jeder Beteiligte am BEM ist wirklich gut beraten, sich an diesen Grundsatz zu halten. Es sei denn, er möchte sowieso einen mittleren fünfstelligen Eurobetrag loswerden, seinen Arbeitsplatz verlieren und hält das Gefängnis für einen attraktiven Aufenthaltsort. Und solche Situationen wie, dass man sich auf dem Flur über einen BEM-Fall unterhält, oder auch, dass der Betriebsrat einen BEM-Fall in der Betriebsratssitzung darlegt, ohne Einwilligung des Beschäftigten, geht natürlich gar nicht. Nur wenn der Datenschutz im BEM ernsthaft gegeben ist, kann auch das BEM im Unternehmen sich erfolgreich etablieren. Weil nur dann kann auch der Beschäftigte, der BEM-Nehmer, vertrauensvoll sich in diesen Prozess hineinbegeben. Und Vertrauen ist ein entscheidender, möglicherweise der entscheidende Erfolgsfaktor für das BEM. Und dann gibt es Betriebsräte, die stehen auf dem Standpunkt, dass BEM über allem steht. Und Arbeitgeber halten dann dagegen, BEM ist doch kein Wunschkonzert. Natürlich bleiben auch im BEM die üblichen personalrechtlichen Instrumente erhalten. Und BEM ist auch keine Wunscherfüllungsmaschine. Und jede BEM-Beraterin, BEM-Berater sollte sich tunlichst davor hüten, dass genau dieser Eindruck unter den Beschäftigten entsteht. BEM ist ja kein Wunschkonzert oder vielleicht doch. Wünschen darf man sich alles. Nur man darf nicht der Illusion erliegen, dass jeder Wunsch auch automatisch in Erfüllung gehen muss. Wie beim Weihnachtsmann. Der nimmt auch den längsten Wunschzettel entgegen und sagt dann, ho, 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 ob ich das alles tragen kann.
Es ist Aufgabe der BEM-Beraterin, des BEM-Beraters, durch geschickte Gesprächsführung von dem Wünschbaren zum Machbaren, zum Sinnvollen, das heißt Hilfreichen zu kommen. Und natürlich müssen sich all diese hilfreichen Lösungen auch in einem vernünftigen betriebswirtschaftlichen Rahmen bewegen. Wobei viele von den Hilfsmöglichkeiten im BEM kosten dem Arbeitgeber nicht viel mehr als ein bisschen guten Willen. Und die Hilfsmöglichkeiten, die etwas kosten, haben sich oft schon rentiert, wenn der Mitarbeiter nur einen einzigen Tag weniger fährt. Wenn man sich so die verschiedenen Äußerungen rund um das BEM anhört, anschaut, dann kann zuweilen der Eindruck entstehen, als würde im BEM Krieg geführt werden. Zwischen Arbeitgeber auf der einen Seite und Betriebsrat auf der anderen Seite. Und zwischen diesen Fronten ist der Beschäftigte, der womöglich aufgrund seiner gesundheitlichen Einschränkung zusätzlich noch in einer besonders schwachen Position ist. Und das finde ich sehr tragisch. Gut, erinnere ich mich noch an das Unternehmen, wo anfangs auch auf der einen Seite der Arbeitgeber und auf der anderen Seite der Betriebsrat ja sich feindlich gegenüber saßen. Und nachher waren beide Seiten ganz erstaunt, wie einfach man sich doch einigen konnte und wie friedlich es letztendlich auch abgelaufen ist. Weil letztlich wollen beide Seiten doch das Gleiche. Worum geht es eigentlich? Was ist das eigentliche Ziel im BEM? Letztendlich geht es auch im BEM darum, einen Rahmen zu schaffen, in dem die Beschäftigten ihre Arbeitskraft möglichst ohne Einschränkungen vollumfänglich mindestens bis zum gesetzlichen Renteneintrittsalter einbringen können. Und das sollte doch für alle Beteiligten ein attraktives Ziel sein. Wie dieser Rahmen aussieht, was genau das bedeutet, das ist hinlänglich bekannt und viele Unternehmen nutzen das auch schon für ihren Erfolg. Und das BEM ist eine echt gute Gelegenheit, diesen Rahmen konsequent weiterzuentwickeln. Und dass ein richtiges BEM gut ist für den wirtschaftlichen Erfolg eines Unternehmens, das wurde inzwischen auch schon oft genug gezeigt. Was ist ein richtiges BEM? Merke, nur wo BEM drin ist, darf auch BEM draufstehen. Und was drin sein muss, dafür gibt es ein paar Eckpunkte. Aber zwischen diesen Eckpunkten ist echt noch viel Platz, um das BEM an Ihr Unternehmen, Ihre Organisation anzupassen. Und lassen Sie sich am besten dabei beraten bei der Einführung oder auch Weiterentwicklung Ihres BEMs. Ich helfe Ihnen gerne. Melden Sie sich bei mir. Ich freue mich darauf. Bis dahin, bleiben Sie gesund und munter.